You stupid. Falls du noch günstige FIFA-Coins brauchst, dann check mal jetzt die Beschreibung ab. Da sind meine Sponsoren MMOGA und IG Vault verlinkt. Rabattcodes und so weiter findest du dort auch. Einfach mal gönnen, Leute. Dankeschön. Yo, was geht ab, Leute? Wakes wieder am Start und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Ihr könnt es schon im Titel lesen, ich habe heute eine Foot Champions Challenge am Start und die ist so schwierig, Leute. Ich will gar nicht so lange warten und zeige euch direkt, was die Challenge heute ist. Boom, wir gehen in Foot Champions rein. Ihr seht es, ich habe noch 40 übrige Partien. Und jetzt kommt die Challenge, Leute. Ich drück weiter und zwar müssen wir heute mit diesem fucking Bronze-Team ein paar Spiele spielen, Alter. Ich habe mir da irgendwelche Bronze-Spiele auf dem Markt gekauft und habe mir damit ein Team zusammengebaut. 98 Chemie hat das Team, eine 64er Bewertung und Leute, ich glaube, jeder von euch müsste wissen, dass in Foot Champions alle Spieler tryharden, jeder will hier gewinnen, jeder sweatet, um Tore zu schießen und wenn ich dann mit dem fucking Bronze-Team komme, wird das Ganze nochmal umso schwerer. Danny und Ernie hatten das ja schon mal in der Foot Champions Qualifikation mit so einem Bronze-Team gemacht. Ich glaube, Danny hat es geschafft, Ernie ist im Finale rausgeflogen. Und das zeigt schon, was das für eine Challenge hier sein wird. Leute, und wenn ihr so eine Challenge feiert, dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen hoch. Da ich würde sagen, wenn ihr 5000 Likes rausballert, dann werde ich am Wochenende immer weitere Challenges so im Foot Champions Modus rausballern. Ich glaube, ihr werdet das feiern, Mann. Schreibt mir auch, wenn ihr Bock habt, weitere Challenges in die Kommentare, was ich als nächstes machen kann. Vielleicht ein Team nur aus Stürmern, ein Team nur aus Torhütern, ein Silberteam. Einfach irgendwelche Ideen in die Kommentare. Und dann werde ich jetzt vielleicht am Wochenende immer so eine Challenges aufnehmen. Finde ich eigentlich richtig nice, Leute. Sprengt einfach den Like-Button. Und ich glaube, das wird einfach richtig hart. Unterstützt mich bei dieser Serie, Leute. Lasst einen Daumen hoch da. Und ich würde sagen, wir suchen jetzt unseren Gegner. Was wird der Typ denken, wenn ich ein fucking Bronze-Team gleich am Start haben werde? Ihr könnt es live sehen. Was ist mit der Latenz los? Okay, die ist noch hochgegangen. Rotes Trikot wird ausgewählt. Mal gucken, was der Typ für ein Team haben wird. Digga, ich fange mit einem fucking Bronze-Team Foot Champions an. Ich glaube, ich werde euch heute 3-4 Spiele zeigen. Erster Gegner, Nainggolan im Mittelfeld, Pjanic, Hamsik. Richtig heftiges Team eigentlich. Das wird schwierig, vor allem mit dem Bronze-Team. Let's go, ich gewinne das, aber ich gebe alles. Ey, wie schwierig das einfach mit so einem Drecks-Bronze-Team wird, Mann. Ich muss den Gegner irgendwie auseinandernehmen mit Passkombination oder so. Weil die Spieler, die sind auch alle komplett langsam. Aber ich schaffe das schon irgendwie. Da oben geht er jetzt da... Oh. Nein! Nein, und es gibt direkt einen Elfmeter für den Gegner. Erste Chance. Und ich foul ihn so unnötig, Mann. Was mache ich denn? Ich glaube, ich gehe einfach nur ein Stück nach links. Ein Stück... Oh, ey! Oh mein Gott, er macht ihn nicht! Ey, ich hoffe einfach. Ich hoffe einfach, dass wir irgendwie einen Gegner wenigstens besiegen können. Ich werde natürlich versuchen, alle drei zu besiegen. Aber das wird richtig schwierig mit so einem Bronze-Team. Ich merke das gerade schon. Aber wir haben den Ball. Da oben, da oben, da oben. Jetzt, jetzt, zack. Oh, nice. Komm. Komm. Komm, 1-0! Wir machen das 1-0 mit einem fucking Bronze-Team im ersten Foot-Champions-Spiel. Ey, das kann was werden, Leute. Das fühlt sich alles richtig schwierig an, mit so einem fucking Bronze-Team zu spielen. Aber es ist machbar, Leute. Ihr seht das. Heftig, Alter. Heftig. Wir haben direkt die nächste Chance. Komm, L2, R2, Dribbling. Zack, wir gehen vorbei. Oh, oh, jetzt, jetzt, jetzt. Schick ihn, schick ihn, schick ihn. Noch einmal nach oben. Und das ist das 2-0, oder? Das ist das 2-0, Alter. Was für Gold gibt es? Macht Foot Champions und fucking Bronze-Team. Leute, was diese Challenge noch schwieriger machen wird, ist, wenn wir ein bisschen länger im Spiel sind. Dann werden diese ganzen fucking Bronze-Spieler keine Fitness mehr haben, weil diese Bronze-Spieler verlieren so schnell ihre Fitness, das ist einfach unfassbar. Da oben ist wieder alles frei. Der Typ, wie verteidigt der, Alter? Der spielt Foot Champions und verteidigt wie ein fucking Noob! Wo ist meine Verteidigung? Wo ist meine fucking Verteidigung? Bronze-Spieler, wo seid ihr? Den hab ich, den hab ich. Oh! Schön, 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 schön. Epischer Beat, geh an, Alter. Ich hau jetzt so ein Tor raus. Ne, Leute, das glaubt ihr gar nicht. Mit dem Bronze-Team so ein Tor, das ich jetzt raushauen werde. Boom! Auf Ansage, Alter. 3-0. Das klappt hier, das klappt alles, Digga. Ja, nice. Nice, sehr nice. Jetzt schick ihn oben durch. Da ist er, perfekter Pass. Komm, 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 komm. Oh mein Gott, der hat natürlich keinen Abschluss, Mann. Das war gut gedacht eigentlich. Hätte ich da eben einen Ronaldo oder so gehabt, Leute. Ich schwör's euch, der hätte den auf jeden Fall aufs Tor gebracht. Ey, ey, nein, was mache ich denn? Ich habe da komplett aufgemacht. Nicht das 3-1 hier. Die Baller ist einfach viel zu schnell. Ey, mein Keeper ist am Start. Der Ball ist noch rein. Einfach Passwege zustellen. Passwege zustellen, Leute. Und dann zack. Ja, der ist einfach zu schnell, der Typ, Mann. Und dann geht der Ball da irgendwie durch. Sehr schön. Komm, klär ihn doch. Ey, was ist das für ein ekliges Tor, Mann? 3-1. Unnötig sowas, Mann. Richtig unnötig. Nice gemacht, nice gemacht. Komm, schick ihn. Komm, das ist das vierte. 90. Minute. Ich lupfe den jetzt so rein, ne? Ich lupfe. Oh,
Come on, das war's! Erstes Spiel von Champions mit dem Bronze-Team gewonnen. Oh mein Gott, der erste Sieg ist geschafft, Leute. Die Challenge ist auf jeden Fall richtig nice. Da pumpt mein Herz auf jeden Fall. Zweites Game muss genauso gut laufen. Wir gewinnen mit dem Bronze-Team das erste Foot Champions-Spiel. Ihr könnt das hier sehen. Ein Sieg, 39 Partien übrig. Ab ins zweite Game. Und der zweite Gegner ist gefunden. Was wird der hier für ein Team haben? Wow, 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 wow. Okay, ich glaube, das wird jetzt unnormal hart. Cuadrado außen, Mertens außen, Dybala vorne, Ben Arfa und so weiter. Richtig starkes Team. Ich würde sagen, wünscht mir Glück, Leute. Ab geht's. Oh mein Gott, ich merke das schon. Der Gegner hat auf jeden Fall richtig drauf. Das merkt man jetzt schon am Anfang, dass er weiß, was er macht. Und das wird es alles nochmal viel schwieriger machen. Komm schon. Ey, Schiri. Der Gegner ist nervös, Leute. Das merkt man. Er spielt gegen ein Bronze-Team und verliert hier vielleicht 1:0. Oh mein Gott, das sind Emotionen, Alter. Lasst einen Daumen hoch da, Leute. Supportet diese Challenge mit dem Bronze-Team gegen Foot Champion-Spieler, Mann. Und ich gewinne hier 2 Games hintereinander, oder was? Oh mein Gott, Leute, das sind Emotionen hier. Right now, boom. Oh mein Gott, ich habe den Gegner fast auseinandergenommen, Alter. Was macht der da? Was macht der Gegner da? Da ist gerade richtig Glück dabei. Aber Leute, das gehört auch in FIFA dazu. Mal hab ich Glück. Mal hat der Gegner Glück. Schieß doch einfach. Schieß. Halbzeit, Leute. Und das ist auch wieder verdient. Ich muss ein zweites Tor machen, Leute. Ich bin hier komplett ganze Zeit im Angriff. Aber ich krieg kein Ding rein, Alter. Das regt mich so auf. Nice. Komm, jetzt, komm. Hey. Ist das mein Innenverteidiger oder wer ist das? Das ist mein Innenverteidiger, Leute. Ja, nein! Elfmeter, ey! Leute, es gibt Elfmeter, ich weiß nicht wofür. Ungelogen, ich weiß nicht wofür es Elfmeter gibt. Ey, wofür gibt es Elfmeter? Wofür gibt... Oh, er hat mich komplett weggenockt, Digga. Leute, die Zielhilfe ist aus. Die Zielhilfe ist aus. Ich werde den oben rechts in den Winkel ballern, komm. Ja, auch wenn er nicht im Winkel ist, er steht 2:0. Oh mein Gott, Alter, nein! Leute, auch das zweite Spiel gewinnen wir mit dem Bronze-Team, oder was? Auch das zweite Spiel gewinnen wir mit dem Bronze-Team. 3-0, 3-0. Ich sweate, ich mache alles sicher. Ja gut, ich meine, habe ich gesagt, dass Bronze-Team sweaten könnt? Ja gut, das habe ich aber. Zweites Spiel, zweiter Sieg, Mann. Easy going, Foot Champions, life is good life. Hier könnt ihr es nochmal sehen. 2 Spiele, 2 Siege, Bronze 2 ist schon mal geschafft. Nice. Witzig. Okay, Leute, 2 Spiele, 2 Siege. Ich glaube, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Man lasst einen Daumen hoch für diese Challenge da. Schreibt mir, wie gesagt, weitere Challenges in die Kommentare. Leute, ich will Support sehen. Foot Champions mit dem Bronze-Team rasiert. Es wird mich übelst freuen, wenn ihr meine neuen Pullover abchecken könntet. Die Motive sind jetzt final und gratis auf jede Bestellung gibt es eine Autogrammkarte von mir unterschrieben dazu. Ich finde die Pullover einfach richtig nice, deswegen checkt das ab. Erster Link in der Beschreibung. Leute, dafür müsst ihr einfach einen Daumen hoch geben, Mann. Dafür, dass ich mit dem Bronze-Team Foot Champions rasiert habe, checkt noch hier meine Klamotten ab. Oder hier könnt ihr mich abonnieren. Hier unten ist noch ein weiteres Video verlinkt. Checkt das auch ab, Leute. Ich würde sagen, ich bin raus, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und Peace.